Willkommen zusammen bei einem kleinen Unboxing. Wie im Titel auch steht, habe ich hier den Nintendo New 3DS in Weiß und ich habe ihn auch noch einmal in Schwarz hier stehen. Von vornherein direkt gleich mal danke für das Sponsoring von nee-christenich.de und leckmichamarsch.com. Alles hat zusammen geknausert. Was ich euch hier zeigen will, ist im Endeffekt der New 3DS. 1000 Unboxings haben wir schon gesehen, 1000 Vergleichsvideos. Ich mache einfach nur ein bisschen so, was ist drin. Deswegen würde ich sagen, machen wir ihn einfach mal auf. Wenn er denn aufgeht. Von vornherein, der kleine New 3DS hat ja, wie ihr schon gehört habt, Coverplates, die man auswechseln kann. Steht ja auch hier, Replaceable Coverplates. Das hat der 3DS XL nicht. Ist aber jetzt auch nicht so schlimm, weil ich muss sagen, die Coverplates beim kleinen New 3DS zerkratzen extrem schnell. Genauso wie die Coverplates, die dabei sind. Also es kommt auf jeden Fall hier mit, wie man ja auch schon sieht. Augmented Reality Cards, leider keine Sternecodes mehr dabei. Das wird ja jetzt alles abgeschafft. So, ihr werdet euch wundern, der ist jetzt schon draußen, der steckt in der anderen Hülle. Das sind die Coverplates. Das ist im Endeffekt, ist das nichts weiter als, das ist jetzt das Oberteil, eine matte Platte sozusagen, die ganz, ganz schnell verkratzt. Also das, wir haben jetzt schon auf den New 3DS, werdet ihr auch gleich sehen, andere Covers drauf. Das ist hier die Unterseite. Die Unterseite ist immer mit festen Schrauben. Gucken, ob man das sehen kann auf der Kamera. Kann die das? Kannst du das, Kamera? Nee, kann sie nicht. Die ist mit Schrauben. Die hat direkt Schrauben, die wird unten dran verschraubt. Ist relativ gut. Geht schnell. Ich packe das nochmal schnell wieder ein, sonst kenne ich mich, ist wieder weg. Check. So, das räumen wir mal auf Seite. Der New 3DS befindet sich hier in meiner kleinen Mappe. Tada, das ist er. Das ist der New 3DS in Weiß. Derzeit, wie ihr schon seht, sind zwei Coverplates drauf. Pokémon Omega Rubin Alpha Saphir. Und wie man jetzt auch hier sehen kann, befindet sich hier einmal der Akku. Der ist jetzt komplett austauschbar, ohne dass man jetzt groß irgendwas auseinandernehmen muss. Und hier ist eine Micro-SD drin. Da sind jetzt drin, lasst mich lügen, 8 GB sind da jetzt drin. Und hier kann man auch noch sehen, hier ist der Pen, der Stylus. Den kann man hier rausholen. Der ist ein bisschen doof, muss ich sagen. Der ist im Gegensatz zum alten 3DS, ist der ein bisschen klein geraten. Ja, was haben wir hier? Wir haben den New 3DS, wie immer, Statusanzeige, zwei Kameras nach vorne. Der Slot für das Spiel ist jetzt vorn. Kopfhöreranschluss, Stylus, Power. Der Powerknopf ist jetzt hier. Unten haben wir, wie gesagt, Akku und Micro-SD. Hinten haben wir Stromanschluss, Infrarot, eine Schlaufe für, ja, irgendwelche Bändchen oder so, damit man ihn nicht verliert, wenn man auf Messen unterwegs ist oder auf irgendwelchen Treffen. Ja, das ist das Äußere. Wir klappen ihn mal auf. Aufgeklappt sieht er jetzt so aus. Analogpad, Digi-Kreuz. Dann haben wir hier diesen C-Stick. Das ist so, dürft ihr euch vorstellen, wie bei Business Notebooks in der Mitte dieser Mausknopf. Ja, um einfach irgendwas die Sicht zu steuern in Spielen. Monster Hunter zum Beispiel oder, ich glaube auch bei Super Smash Bros. Für den 3DS geht das noch, aber alle älteren Spiele profitieren da eigentlich überhaupt nicht mehr von. Dann haben wir hier die Knöpfe. Physische Start- und Select-Knöpfe sind wieder an der Seite. Und der Home-Knopf ist hier. So. Der Lautstärkeregler ist jetzt gewandert. Der sitzt jetzt hier oben. Super eigentlich, weil wenn man beim alten 3DS, das zeige ich auch gleich, das gehalten hat, ist es manchmal passiert, dass man eben den Powerknopf nach oben geschoben hat und dann hat man unwillkürlich in der Straßenbahn oder im Bus oder wo auch immer den Leuten sein Gedudel vorgespielt. Auf der rechten Seite haben wir den 3D-Regler. So, das eigentlich zum Thema Außen. Die Schulterknöpfe haben wir hier, wie gesagt, die beiden links, rechts und ZL und ZR. Die sollen dann für kommende Spiele, Shooter etc. soll das alles kommen. So. Wir machen ihn mal an. Drin steckt jetzt im neuen 3DS, also die Maße erstmal. Er ist 10 cm größer, der kleine, und 30 Gramm schwerer. Er hat jetzt, das obere Display ist von 3,5 Zoll auf 3,8 Zoll vergrößert worden.
Diese 0,3 Zoll sind so immer, dürfen wir ungefähr 0,7 cm. Die Auflösung ist aber gleich geblieben auf dem oberen Bildschirm, genauso wie auf dem unteren Bildschirm. Der untere Bildschirm ist auch von 3 Zoll auf 3,3 Zoll größer geworden. Das heißt, insgesamt sind die Bildschirme zusammen ungefähr 1,4 cm größer, 1,5 cm. Ist jetzt nicht viel, ist aber echt angenehm. Also ich finde es jetzt angenehmer als der alte 3DS XL, weil das hält sich beim gleichen Gewicht, 30 Gramm merkt man nicht, beim gleichen Gewicht hält sich das relativ gut. Was man jetzt hier sieht, das ist die Frontkamera mit einem Head-Tracking-Sensor. Das heißt, wenn ich 3D anmache, gut, ich kann es jetzt hier anmachen, man sieht es ja eh nicht, dann verfolgt der Head-Tracker mich bis zu einem bestimmten Winkel und bietet mir auch in so einem bestimmten Winkel 3D an. Das ist super angenehm, vor allem wenn man überlegt, bei den alten 3DS-Modellen musste man wirklich gerade drauf gucken, um dass man wirklich was gesehen hat. Sonst ist das alles ins Doppelbild übergegangen, weil man, wie gesagt, die andere Hälfte mit dem anderen Auge gesehen hat, etc. Hier ist das nicht mehr so. Hier ist es echt angenehmes und intensives 3D-Erlebnis. Frisst natürlich Akku. Akkulaufzeit mit 3D sind so 3 Stunden, ohne 3D sind 6 Stunden. Da hat sich nichts verändert. Kameraauflösung ist auch gleich geblieben. Prozessor ist jetzt statt einem 2-Kern-ARM-Prozessor ist es jetzt ein 4-Kern-ARM-Prozessor mit jeweils pro Kern 268 MHz und 256 MB Arbeitsspeicher. Ist doppelt so viel in beiden Hinsichten. Der alte 3DS hatte ja noch 2 Kerne und nur 128 MB RAM und auch die Grafikschnittstelle hat jetzt 100 MHz schnell, ist jetzt 100 MHz schneller getaktet und hat fast doppelt so viel Speicher. Wie viel? Konnte ich leider nicht rausfinden, weil irgendwie im Internet dafür die ganzen Informationen fehlten. Auf Wikipedia, auf sämtlichen anderen Seiten. Man hat einfach nichts, ja, keine Infos bekommen einfach. Aber man merkt, das kann ich euch jetzt auch mal zeigen, wie schnell der ist. Man drückt irgendwas und zack, das geht sofort, das geht so flüssig wie geschnitten Brot. Das ist 10-mal schneller als auf dem, nein, laut Hersteller, glaube ich, 3-mal oder 2-mal schneller als der alte 3DS. Ist in Spielen läuft das wirklich super flüssig. Also ich finde, die Bildrate ist sehr viel stabiler und viel, viel besser. Es fühlt sich viel angenehmer an. Man spielt damit auch viel, viel angenehmer. Es ist einfach, ja, einfach ein besseres Gefühl. Er hat wirklich das jetzt, was sie hätten vor Jahren schon richtig machen sollen und das jetzt richtig gemacht haben. Er hat jetzt auf jeden Fall auch eine NFC-Funktion. Die NFC-Funktion ist für die Amiibos, die man aus Super Smash Bros. Kennt. Wie ihr ja von der Wii U schon kennt, stellt man das bei der Wii U links neben dem Bildschirm. Hier stellt man es auf dem Bildschirm. Da ist ein NFC-Sensor drin. Der erkennt diese Amiibos in-game. Und da sollen ja auch in Zukunft freischaltbare Extras kommen. Und jetzt machen wir es mal ein bisschen zum Vergleich. Ja, der Vergleich. Hier ist der kleine 3DS. Ja, was machen wir mal? Ich würde einfach mal sagen, vom Geschwindigkeitsvergleich her zeige ich euch einfach mal. Ja, Einstellung habe ich jetzt nicht getestet, ob das jetzt gleich schnell ist, aber wir können es einfach mal probieren. Wir drücken es gleichzeitig, check. Und da sieht man schon in Geschwindigkeit, dass er schneller ist. Und bei Spielen macht sich das halt noch viel, viel, viel mehr bemerkbar. Deswegen ist das auch ein sehr, sehr angenehmes, flüssiges Spiel mit dem hier. Der hat flüssigeres WLAN, man kann wirklich jetzt flüssig im Internet surfen, der eShop ist flüssiger, Miiverse etc. Und wie gesagt, die Größe, wie man hier auch sieht, der Bildschirm von dem ist geringfügig größer als der in beiden Sachen. Und das Digipad haben sie auch anders gemacht, das ist diesmal griffiger. Ich bin der Meinung, dass die Mulde ein bisschen größer ist, man kann es viel, viel besser greifen. Hier zum Vergleich auch nochmal der 3DS XL vom Bildschirm her, der dauert so ewig, bis er angeht. wie gesagt, beim 3DS XL, man musste auch, ich finde jetzt von der Größe her, hat sich beim neuen 3DS XL nichts geändert. Die Größen sind alle gleich, deswegen ist er auch nicht so interessant. Ich finde den hier viel, viel interessanter. Und man kann ja auch nochmal hier gucken, das sind wie gesagt die alten DS, der alte DS, da ist der Ton noch an. Ich finde die Bildschirmauflösungen mittlerweile viel, viel, viel besser, wobei
Von der Performance her war der auch super. Also wenn man da irgendwas gemacht hat, das war klasse. Ich habe natürlich den Ton angelassen, ich tippe. Wie gesagt, der New 3DS XL ist einfach echt, also das hätten sie schon vor Jahren machen sollen. Haben sie aber nicht. Die Bildschirmqualität kommt wirklich sehr, sehr, sehr von der Dingens an den hier heran. Kennt, wenn ihr noch jemand kennt, das ist der Game Boy Advance SP. Hatte damals schon den Bildschirm eingebaut, den dieser Kollege hatte, der DS Lite. Der hatte damals schon wirklich den gleichen Kontrast, ich glaube, das ist der untere Bildschirm, ist das vom DS Lite eingebaut im Endeffekt. Das war jetzt nur mal so ein kleines, so ein bisschen Anschauung. Wie gesagt, Netzteil ist keins dabei diesmal. Mich hat es gewundert, beim 2DS war eins dabei, beim 3DS ist keins mehr dabei. Beim New 3DS, sie haben es dann halt doch fortgeführt. Ich glaube, das Netzteil kostet 15 Euro auf Amazon. Das wären mit den 169 Euro für den kleinen 3DS plus 15 Euro sind das 185 Euro. Der große kostet 199 plus 15 Euro, kann sich ja jeder ausrechnen, sind 215 Euro. Es gibt auch No-Name-Hersteller, würde ich aber jetzt an eurer Stelle für ein neues Gerät nicht empfehlen, da es eventuell zu Fehlern kommen kann etc. Weiß man nicht. Und von der Größe her, können wir aber hier nochmal zum Vergleich machen, das ist der 2DS. Sie kommen jetzt fast aneinander ran. Die Bildschirme sind nicht gleich. Die Bildschirme sind auch, der hat noch die Maße vom alten 3DS. Liegt aber auch super in der Hand, also ich sage ja, die Leute, die da immer rummeckern. Aber dazu gibt es ja ein Unboxing auf Let's Plays am Games. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen weiterhelfen. Wenn ihr Fragen habt, gerne in die Kommentare, lasst ein Abo da. Besucht uns auf Facebook bei Let's Play Some Games. Ich verabschiede mich hiermit und wünsche euch noch einen schönen Tag, Abend, was auch immer. Bis demnächst.